So, 1% noch. Ja. Also wir erklären sie sich mal eben hier. Wie erkläre mich? Was soll ich Ihnen erklären? Herr Hauks hat ja hier das letzte Mal, habt ihr gesehen, die Platten noch legen müssen. Und plötzlich waren alle Platten gelegt und wir mussten gießen. Ja. Also noch 1%. Macht Sinn. Ja, 100%. Jo. Das war's. So, wir brauchen jetzt wieder neue Sachen. Mhm. Ich fahre wieder den Beton. Ich auch. Ja. Bleib mal hier stehen. So, was brauchen wir denn jetzt? Wir einmal Stahlträger, eine Palette Holz und zweimal Wellblech. Genau. Ich fahre mit dem Tiefflieger. Mit dem, genau, mit dem fahren sie jetzt. Mit dem fahre ich jetzt zum Betriebshof und von da aus dann zum Händler. Das ist richtig. So, jetzt kommen wir hier raus. Da ist der Betriebshof. Wie ihr vielleicht gemerkt habt, ist mir leichtes, also nicht mir, wieder mal technische Probleme. Ich weiß nicht, ob ihr das gemerkt habt, in den letzten beiden Teilen. Kann das vielleicht sein, glaube ich vielleicht, ich weiß es nicht genau, dass die Tonspuren nicht so richtig passen. Da hat mein Aufnahmeprogramm einfach gesagt, nö, ich will die Stimme von der Miri nicht mehr hören. Ich mach das jetzt weg. Ja, naja, du musst ein bisschen. Ja, ist immer Überraschung. Dann sind wir ein bisschen am Basteln. Mal gucken, ob das so funktioniert hat. Das stimmt. So, ich eier in den Kran und warte, bis die Madame da ist. Dann werden wir mal wieder. Müsste ja eigentlich schnell gehen, wenn ich hier am Baustoffhändler bin. Das stimmt. Oder? Ist ja nicht müsste so das eigentlich ratzifatzi gehen. Oh. Wir hoffen. So. So, wir warten, bis dann die Chefin da ist. Genau. Und dann laden wir wieder ein bisschen ab und dann müssten wir langsam so, wir haben 92%, dann müssen wir langsam in die Richtung fertig gehen, oder? Ja. Ich schieb dir hier bitte. Das letzte, was ihr seht, ist das Kennzeichen. Okay, Freunde. Schon gemein, wie ich hier fahre, ne? Ich weiß. So, können wir hier eigentlich, da können wir doch raus, ne? Ich steige raus. Was brauchen wir, warte mal. Wahrscheinlich das letzte, warum ist er jetzt wieder rausgegangen? So. Also, wir brauchen bei Paletten. Ich sag Ihnen das. Ja. Wir brauchen einmal Stahlträger. Ja. Eine Palette Holz. Ja. Und zwei Paletten Wellblechplatten. Jawohl. Automatisch beladen. Zack. Fertig. Da ist er. Dann automatisch beladen kostet auch mal eben schnell 11.000, ne? Was? Nein. Ja, sicher. Nein. Das waren die Sachen, die das so. Beladen ist umsonst. Okay. Können Sie das sagen? So, wo sind wir denn jetzt hier? Meine Route zur Baustelle. Was ist denn hier los? Was ist hier los? Warum? Ach so, eine Ampel. Okay. Na denn? So, wir warten mal wieder, bis die Chefin hier ankommt. Ja, ich bin gleich da. Ich weiß ja jetzt den Weg hier eigentlich. Das ist ja nicht allzu schwer. Oh, ich höre da gerade was. Bin sofort wieder da. Augenblick. Ja. Was ist da los? So, Leute, dann fahren wir mal weiter. Ich habe schon gedacht, gleich fliegt sie wegen. Nein. Inaktivität raus. Nein. Aber ich habe hier im LKW irgendwo mein Weckradio gehabt und der piepste die ganze Zeit. Ah, so. Aber ich bin sofort da, dann können Sie sich drum kümmern und ich guck mal, was ich mit dem Radio mache. Ah, da ist es schon. Ja, Moment, langsam.
Vor. Stopp! Sehr schön. So, okay. Dann wollen wir mal los. Wir gucken uns das mal an hier. Ach, ihr habt das doch schon gesehen, 1000 Mal. Aber wir liegen in den letzten Zügen. Das muss Gott sei Dank nicht weit weg. Upp. Einmal angeklopft ans Haus. Und ablassen. So, dann nehmen wir die Wellblech. Oder nee, komm, wir nehmen erstmal die Stahlträger hier. Ne? Die sollen da vorne hin. Uiuiuiuiuiui. Ich hab mal irgendwas angekratzt. Am Haus. Ist das schlimm? Hören Sie mich? Oh, anscheinend nicht. Na ja, gut. So, und jetzt den letzten Rest. So, dann packen wir den einen erstmal da hinten. Genau, den packen wir da. Und dann gucken wir mal, was passiert hier. So, Moment. Einmal runterlassen. Vielleicht einmal eindrehen oder auch nicht. Aber eigentlich nicht. So. Und den letzten. Nein, das war zu viel. Zurück. Und runter. Ja. Kiste ist leer. Ja, den ziehen wir eben rüber. Zurück. Und runter. Und den können wir jetzt noch ein bisschen eindrehen. Komm, dann sieht er doch nichts. So. Ja, okay. Und runter. Hab ich. So, jetzt müssen wir eben die Pfeiler dahin packen. Aber wo sollen die hin? Die Materialien müssen ausgepackt werden. Jo. Packen Sie mal die Materialien da oben aus. Jawohl, ich bin schon on the way. Na. Dann packen wir mal aus. Ja, dann haben sie schön gemacht. So, ich werde mal eben 2 Stahlpfeiler nehmen und die mal eben platzieren, aber ich weiß gar nicht, wo die hin sollen. Das ist das Geile. Wo sollen die? Ach, da sollen die hin. Ah, ich verstehe. Am Eingang sollen die hin. Genau. Ach, ja, da, wo sie jetzt stehen. Ja, ich sehe es gerade. Das wird aber spannend jetzt, ne? Obwohl die liegen ja direkt hier. Es sind aber 3, ne? Wo kommt denn der dritte hin? Ja, wahrscheinlich oben drüber. Aber das werden wir jetzt gleich sehen. Ah! Aua! Und dass ich so sportlich bin. Ja. Was hier, so, hier drinnen? Guck mal, hier haben sie sogar einen Kompressor reingestellt. Achso, mein Gott. Hab ich gar nicht rauskommen, ne? Ja, sie müssen mich mal ein bisschen einweisen jetzt hier. Mhm. Weil der schwingelt ein bisschen. Ja. Noch ein Boden. Ich will ja nichts kaputt machen. So. So ein bisschen zu mir jetzt hier.
Stück. So, langsam runter, 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 und fertig. Also. Schnappen wir uns den nächsten. Jawohl. Der liegt hier. Von dem anderen, hier von dem großen, sehe ich den Anhangpunkt nicht. Aha. Das heißt, ich muss wieder mit dem Kranwagen kommen. Wahrscheinlich. Vielleicht sehe ich ihn ja jetzt. Moment. Ach so. Nein, ich sehe ihn nicht. Ja, ich komme mit dem Kranwagen machen. Ja. Ja, wir werden das mal so einschwenken hier langsam. Ich schon wieder in Fahrzeugen hier stehen haben, das ist auch unfassbar. Ja, wir haben halt so viele, ne? Mittlerweile, ja. Mhm. Aber die brauchen wir ja auch alle. Da haben sie wohl recht. Ah, ich sehe den, ist schon gut. Ja, ich habe es gerade gesehen, der ist umgesprungen, ja. wo ich den Kran hier umgebaut habe. Wahrscheinlich, damit du den nicht als erstes draufsetzt. Wahrscheinlich konntest du den erst sehen, wo du, wo die anderen beiden gehangen haben, weißt du? So, den werden wir jetzt hier reinschwenken. Dann sind wir eigentlich schon so gut wie fertig. Eigentlich wären wir dann schon so gut wie durch. Aber da ist noch ein bisschen was zu tun, ne? Mhm. So, wir drehen den mal ein. Ja. So ein bisschen. Mal gucken wir mal. Bisschen runter, runter, runter. Ja, ich muss ihn erstmal an eine Wand kriegen. Und dann kann ich ja mal gucken, wie ich den irgendwie hier rankriege. Muss man ja langsam. Mhm. Runter, 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 runter. Muss eigentlich schon fast gut sein. Ticken noch, ja. So, nächsten Baumaterial bitte auspacken. Mhm. Geh schon nach oben. Wahrscheinlich muss ich so oben auspacken, ne? Ich hab ja, jetzt ja, natürlich. Welches da? Ach, da, okay. Wahrscheinlich legen die sich jetzt von alleine dahin. Das sind jetzt die letzten Prozente, glaube ich. Jawohl, wir haben es geschafft. Baustelle räumen. Und damit ist dann alles fertig hier. So, der Kranplatz. Ich werde den abbauen. Mhm. Chefin muss das natürlich immer alles bestätigen. Ja, das bestätigen. Ist auch richtig so. So, dann der Kieslaster kann auch weg. Ist jetzt der voll oder ist er? Nee, ne? Jetzt müsste ich schon Katsching machen, oder? Na, warum? Ja, ich werde die Wagen alle einräumen, einlagern. Ja, mache ich doch gerade. Ach so. So, der kann eingelagert werden, der kann eingelagert werden, der kann eingelagert werden. Wollen Sie das vom Betonmischer? Ja, noch verkaufen, ne? Wollen Sie es verkaufen, weil dann haue ich die Betonpumpe weg. Die brauchen ja, jetzt noch eben mal schnell verkaufen. So, ja. Können sie einlagern, habe ich gemacht. Okay, ich lager ein. Patsching. Habe ich. Ja. Fertig. Jawohl. Oder auch nicht. Baustelle räumen. Wir beide müssen hier weg. Na gut, dann gehen wir hier an die Seite. Jetzt kommt Katsching. Jetzt kommt Katsching und die Bürgermeisterin. Kommen Sie mit zur Bürgermeisterin? Ja, natürlich. Wir müssen einmal, aber warten Sie mal eben. Ich möchte mal eben noch ein Foto machen. Drehen Sie mal um. Ja, warten Sie. So, ist ja nur von dem Bau. So, alles klar. Dann gehen wir mal zum Bürgermeister. Darf ich mit ihr sprechen? Dürfen Sie gerne. Nein, machen Sie mal. Sie sind ja die Chef. Nein, kommen Sie, Herr Hoxen. Wir haben den letzten Auftrag demnächst bei der Bürgermeisterin. Sie dürfen ruhig mal mit ihr ein bisschen. Der ist der vorletzte. Ja, demnächst der letzte. Ich spreche mal mit ihr. Ja. Die Raststätte liegt an einer günstigen Stelle und wird hoffentlich von vielen Autofahrerinnen und Autofahrern wahrgenommen. Zu gegebener Zeit kann man hier und da noch über die Errichtung weiterer Lärmschutzwände nachdenken. Aber das ist alles noch Zukunftsmusik. Erstmal gibt es dringendere Aufgaben zu erledigen. Na, da haben Sie aber recht.
Jawohl. Oi. Das will ich natürlich jetzt sehen, die Sequenz. Da ist die Raststätte. Was ein Riesenteil. Komm schön. Sieht geil aus. Ja, dann. So, Helm abnehmen. Jo. Das sieht ja wohl mal geil aus, oder? Schade, dass man nicht rein kann. Gucken Sie mal. Hier ist sogar Telefonzelle, alles ist gedacht worden. Das, liebe Kinder, das hier, das war früher euer Handy. Genau. Gab's an jeder Ecke ungefähr. So sieht das nämlich aus. Da konntet ihr dann telefonieren. Für 10 Pfennig. Und irgendwann waren dann 20 Pfennig. Aber hier kann man hoch, Herr Ochsen. Jo, dann gehen wir da oben rauf. Aber nur hoch. Aber die Treppe, die muss aber auch noch gemacht werden, ne? Guten Tag. So, hier schön, hier kann man Eis essen. Da ist sie doch schon wieder hier, vom Bahnhof, guck mal. Ja. Hier. Die schon wieder vom Bahnhof. Also bei mir steht hier keiner. Okay. Wollte ich nur sagen. Hier sitzt doch keiner? Nö. Bei mir sitzt hier keiner. Okay. Wir sind hier ganz alleine. Tür ist offen. Ja, dann würde ich mal sagen, ab zur Firma und dann haben wir es erledigt. Ja, Sie fahren. Ja, war ja klar. Oh, schöne Autos hier, ne? Ja, hat sich doch gelohnt. Na gut, ich fahre. Ich brauche keinen LKW fahren, brauchen Sie keine Angst haben. Und sind Sie jetzt kaputt von der ganzen Maloche? Ja, das war schon anstrengend. Weil wir haben ja schließlich zwei Projekte zugemacht hier, ne? Ja, das stimmt. Da haben Sie wohl recht. Beim nächsten Mal wird es anstrengend. Ich habe schon von der Bürgermeisterin gehört, es soll eine Zufahrtsstraße geben. Oh Mann. Ja. Aber was macht man nicht alles, ne? Aber wir werden gut verdienen, das habe ich wohl gehört. Ich kann ja mal gucken. Was macht man nicht alles? Das stimmt. Ich guck mal eben, was die Bürgermeisterin uns dann zahlt, wenn wir die Zufahrtsstraße machen. 1,4 Millionen. Ja. Das sollte sich doch wohl, ne? Ich hoffe, dass dann der Herr Finch schon wieder da ist. Ja, das wäre nicht schlecht. Dass wir dann endlich mal wieder tatkräftige Unterstützung haben. Aber ich habe gehört, die Krankheitsfälle bei dem... Ey, Jochsen. Ja, ich kann nichts dafür. Die sind da voll reingerumst. Ja. Die Krankheitsfälle sind da sehr hoch. Ich hoffe, dass das... Ja. Was ist denn? Ich sag jetzt nichts mehr. Ja, irgendwann... Also, liebe Leute, mit Herrn Ochsen zu fahren, ist immer ein Abenteuer. Der Ja, ich fahre auch nur mit einer Hand. Hallo. Prost, Mr. Miller. Ja, nix, Miller. Wasser. Ach so, okay. Da sind wir ja schon. Oh, der. Dumm, dümmer, blöd, KG. Jawohl. Ah, guck mal da. Die Miller. Alles kennen. So. Geschafft. Hier machen wir mal Kunde bei uns. Ja. Chefin. Jo. Das war's dann wohl erstmal wieder. Wir haben jetzt mehr Parkplätze. Sollten wir haben. Ja, wir haben ja auch mehr Geräte, ne? Haben sie alles eingelagert? Ja, ne? Alles? Wenn alles da ist, ja. Ja, wir haben jetzt viel Maschinen. Sehr viel Maschinen. Warum rennen Sie mal um mich rum hier? Was machen Sie denn da? Ich weiß auch nicht. Hören Sie doch mal auf. Hallo. Wir haben eine Werkstatt. Kommen Sie mal hier. Wir haben jetzt hier einen Tank. Also nicht einen Tank, sondern einen Tank. Das sehe ich selbst. Aber die Werkstatt möchte ich sehen. Ja, die ist integriert hier in unseren... Warum laufe ich Ihnen eigentlich immer hinterher? Warum haben Sie eigentlich einen Dutt? Ja, weil ich das habe. Klar, ich auch nicht einen Dutt machen. Ich hab da nichts hier gegen. Steht zwar G, aber ich kann da nichts machen. Doch. So. Doch! Hier kannst du so. Hier, das ist alles unser Fuhrpark hier?
Ja. Warum hast du denn so einen kleinen verkackten Muldenkipper geholt? Ja, der war mein erstes Objekt, was ich gekauft habe. Ich habe mir gedacht, das ist vielleicht ganz nice so. Der hat ja nur wenig gekostet. Ja. Wir gucken mal die Fertigkeiten an. Was war hier? Haben wir über Fertigkeiten bekommen? Ich habe 2 Punkte gekriegt. Ja, yeah. So, dann nehmen wir doch mal. Schaufelkapazität könnte ich voll machen. Ach da, ich habe 12. Ja, die musst du auch mal verteilen, du Vogel. Jo. Dann mache ich einmal ökonomisches Fahren. Warum kann ich das nicht nehmen? Ach, das ist ja gar... Kann ich ja gar nicht machen. Ach doch, kann ich. So. Oh, jetzt habe ich beide Punkte hier abgegeben. Okay. Ich bin jetzt für ökonomisches Fahren. Also ich fahre jetzt günstiger. Nur mal so. Nebenbei, damit sie es wissen. Okay, ich auch. So, dann gehen wir auf die Firma. Dann gehen wir mal Ausbaustufen. Schauen wir es mal an. So. Eine Kampagne müssen wir noch abschließen, steht hier. Das heißt, die letzte Kampagne wäre das. Und dann haben wir soweit, den Mechaniker haben wir ja freigeschaltet, aber wir müssen noch eine Kampagne müssen wir noch machen. Ja, richtig. Nein, diese Kampagne, diese eine Kampagne, die wir jetzt angefangen haben mit der Bürgermeisterin, die müssen wir dann auch zu Ende machen. Ja, die werden wir auch noch zu Ende machen. Und wenn wir mal gucken. Das heißt, also demnächst heißt es hier, wir haben ja alles gemacht. Die Umgehungsstraße müssen wir noch bauen. Genau, ein Dorf auf Abwegen. Wollen Sie das mal vorlesen? Wieso? Was soll ich denn da vorlesen? Okay. Moment. Wir können uns aber mal die Aufgaben angucken. So, Moment. Ich mach mal. Moment. So. Ein Dorf auf Abwegen. Die Bewohnerinnen und Bewohner der Flussschleife protestieren gegen den zunehmenden Verkehr, der mitten durch ihren Ortskern geführt wird. Eine Umgehungsstraße würde das Problem lösen und die Menschen vor Ort entlasten. Das ist dann das, was wir machen müssen. Genau. Ist eigentlich nicht viel. Ein Oberflächenabtrag? Ja, danke. Das machst du. Kreis, Dann Kieslieferung. Kieslieferung. Dann Kiesverdichtung. Das ist mein Part. Straßenbau, dann... Ja, machen wir zusammen und die Nachbesprechung. Und dann sind wir damit durch. Und dann haben wir die Bürgermeisterin glücklich gemacht. Genau. Und dann haben wir auch alles erledigt. Und aber wir haben ja noch... Mal gucken, wo das ist. Das ist nämlich da, wo die Brücke ist. Da. So, wir haben ja noch ein paar Leute hier. Ich weiß ja nicht, sollen wir dann das kulturelle Erbe mal... Ich weiß nicht, ob das so gut ist, weil da sind ja so einige, ne? Ja. Waldwegbefestigung, Schwerlasttransport, auch interessant. Ritter auf der Baustelle. Ich glaube aber, dass wir uns mal an den schnöden Mammon richten sollten. Der heißt nämlich hier, unserem Prestige. Der will auch eine Zufahrtsstraße haben. Das heißt also, wenn wir jetzt, ja, das machen wir aber noch nicht. Wir müssen mal gucken. Ja. Wir werden erstmal die eine Kampagne zu Ende bringen mit der Bürgermeisterin. Eine Verkehrsbrücke, ja. Ja. Und da schauen wir dann mal. Ne? Also, ich würde sagen, Leute, das war spannend. Ja, Moment, ich komme raus. Es hat Spaß gemacht. Genau. Und ich würde mal sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, lasst ruhig ein Däumchen da. Ist kein Muss, aber und motiviert halt. Und kostet nichts. Genau, das auch noch. Und wenn ihr mehr sehen wollt und nichts verpassen wollt, einfach die Kanäle abonnieren. Auch kostenlos. Kostet auch nichts. Und Herrn Hoxen, sein Kanal ist bei mir verlinkt. Genau, wie der Kanal der Rocklady ist bei mir verlinkt. Genau. Ja, und dann würde ich mal sagen, wir sehen uns bei der nächsten Kampagne, bei der letzten der Bürgermeisterin mit der Umgehungsstraße. Mach's gut. Genau. Bis dann. Tschüss.